Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Video auf diesem Kanal hier zur 10. Woche. Wir sind immer noch in Sizilien, oder auf Sizilien besser gesagt, unterwegs. Im Campervan, der steht da hinten. Wir sind immer noch an dem Platz mit der heißen Quelle. Und ihr wundert euch, warum Anna nicht neben mir steht. Die ist schon in der heißen Quelle, aber nicht nur aus Entspannungsgründen. Denn leider hat sie, wir wissen nicht ganz wann, ihren zweiten Ohrring verloren. Und danach werden wir jetzt erstmal suchen. Ich habe ja glücklicherweise Metalldetektoren mit. Keine Ahnung, ob wir den kleinen Ohrring damit finden können, aber das ist erstmal so das Erste, was wir jetzt diese Woche hier machen werden. Das sind nämlich Ohrringe, die ich ihr vor, ich glaube, 3 oder 4 Jahren aus Thailand mitgebracht habe. Deswegen ist der sentimentale Wert halt ein bisschen da. Ja, ich werde sie jetzt mal unterstützen und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Wir sehen uns nach dem Intro und wir sind mal gespannt, was wir diese Woche so erleben. Vom Ring, oder? Cool. Vom Ring? Weiß nicht. Sieht cool aus. Dann such mal weiter. Find mal den O-Ring. Eigentlich hatte ich überlegt, für den anderen Kanal ein Video zu machen. Halt Metalldetektor-Video. Vielleicht hätte ich es tun sollen. Weil ich hatte gerade ein Signal. Hab ziemlich weit in den Fels reingegraben. Ich hoffe, man hört mich. Der Wasserstrahl ist so laut. Und ich habe einen Ring in der Hand. Ich habe ihn noch nicht angeguckt. Anna auch nicht. Sie sollte erstmal die Kamera holen. Ich habe es nur gespürt, dass es ein Ring ist. Was ist eigentlich der Grund, warum wir hier suchen? Habe ich doch gesagt, dass du deinen Ohrring verloren hast. Oh. Lol. Gut abgesprochen mal wieder. Okay, bist du bereit, Anna? Ich hol's jetzt hier hoch, ja? Ja. Ich habe es wirklich noch nicht angeguckt. Ich bin so gespannt. Nein. Es ist Gold. Also. Ja. Oh mein Gott. Das kannst du jetzt schon sagen. Oh nein. Wie krass. Und ich habe gerade auch schon was gefunden, wo wir nicht wissen, was es ist. Ja, es könnte auch ein Teil vom Ring sein. Warte mal. 750er. Wow. Und Name drin. 1986, 11.8. Das ersetzt sentimental aber auf gar keinen Fall den O-Ring. Nee. Und den werden wir auch nicht behalten, der kommt ins Fundbüro. Trotzdem cooler Fund. Hey, hier sind noch mehr Sachen. Ja? Ja, deswegen piept er da überall. Wir dachten, das ist irgendwie ein großes Teilstück. Rusti Münzi. Aber die sieht modern aus. Ich hätte nicht gedacht, dass da so viel drin ist. Ich auch nicht. Sind das mehrere Münzen aneinander geklebt? Bin mir nicht ganz sicher, ob das Steine sind. Das ist immer noch was. Das Problem ist, ich kann halt den O-Ring nicht so gut orten, wenn hier noch andere Signale drumherum liegen. Deswegen muss ich jedes Signal rausholen. Und das ist keine Ausrede. 2 Euro? Ja. Oha, guck mal, wie dünn die ist. Richtig dünn. Krass. Noch eine Münze. Hier noch die 2 Euro. Das sind jetzt allein schon irgendwie 5 Münzen gewesen und 1 Goldring oder 6 Münzen. Das kann nicht wahr sein. Hier liegt mehr als in den anderen Quellen komplett. Ja. Also wir haben uns überlegt, ich nehme jetzt noch ein Video für den anderen Kanal auf, also Gebrüder Lange. Weil hier liegt so viel drin, das ist ja unnormal. Hast du auch was gefunden? Nee, eine Münze. Aber witzig. Also schaut da gerne nach dem Video vorbei. Ich verlinke es euch unten in der Beschreibung. Wir melden uns in einer Stunde oder so. Das ist aber eine Schnecke. Die tut das, wenn das hier so gut ist. Das kann aber nicht wahr sein. Wo kommt die her? Sieht aus wie eine junge Schnecke. Oder? Ja, die ist voll schön. Aber das ist eine Schubreibeschnecke, das ist unser neues Haus hier. Guck, wie sie guckt. Hallo? Aus mit dir. Das ist nicht mehr. Du musst da draußen sein. Weiß ich nicht. Aber ich bin gerade nochmal raus und es hat sich gelohnt. Oh mein Gott, und beide Teile auch. Weil ich hatte schon Angst, dass das hier vielleicht abgegangen ist. Ja.
Offensichtlich war er übrigens nicht in der Quelle. Wir sind nämlich auch rausgegangen, weil wir haben alle Signale weggesammelt. Da war noch richtig viel drin. Ja. War übrigens nicht der einzige Ring da drin. Ja. Also schaut gerne mal auf Gebrüder Lange vorbei. Nee, die Hauptsache ist, dieser O-Ring ist wieder da. Ja. So, damit wird jetzt aber, darauf wird jetzt aber richtig aufgepasst. Ja. Ja. Aber ich bin auch nicht die Einzige. Also ich habe am Anfang direkt diesen Ohrring auch vom Auto gefunden. Ja. Hat auch schon jemand verloren. Oh, ja, wenigstens nicht in der Quelle. Also wir haben wirklich alle Signale weggesucht, aber es hätte trotzdem sein können, dass wir den da übersehen hätten. Mhm. Es ist besser, dass er hier liegt. Oh, war wahrscheinlich beim Abtrocknen hier draußen verloren gegangen, ne? Ja. Kopf abgerubbelt. Ja. Sehr schön. Nice. Super. So, wir werden jetzt das alte Bäderhaus angucken gehen. Es wird zwar langsam schon dunkel, wir wollten heute auch eigentlich weiterfahren, aber ja, die Umstände haben es vielleicht nicht so ergeben heute. Also wir können immer noch weiterfahren, aber ist auch ein bisschen stressig, jetzt im Dunkeln einen neuen Platz zu suchen und so. An sich ist es auch schön, deswegen bleiben wir halt noch eine dritte Nacht hier. Genau, und dann fahren wir morgen früh los. Genau. Gehen nicht mehr baden oder so, damit ich nicht wieder was verliere. Stimmt. Ich kann ja nichts, doch, ich kann auch eine Kette verlieren. Vielleicht gehen wir nicht baden, vielleicht doch, mal gucken. Aber ich denke eher nicht, weil wir sind jetzt schon gut gesättigt. Auf jeden Fall gucken wir jetzt unten das Bäderhaus an. Das habt ihr auf den Drohnenaufnahmen im letzten Video am Ende hoffentlich gesehen. Ja. Und das ist auch schon richtig, richtig alt. Hm. Ehrlich gesagt kann ich jetzt nicht genau sagen, wie alt, aber es ist richtig, richtig alt und komplett verlassen. Ich bin gespannt, wie es aussieht. Ein bisschen dunkel ist es. Hm. Wir nehmen die Taschenlampe mit. Jetzt gibt es ein bisschen Lost Placing hier. Wow. Boah, aber ist nicht einsturzgefährdet, obwohl. Ich würde es nicht riskieren. Alter, das sieht so boah, krass aus. Krass. Kann man da rein? Naja, also das Schloss, sag ich mal, bringt jetzt nicht allzu viel. Ja, man kann rein. Boah. Boah. Dabei sollten wir nicht durch die Räume schlendern. Aber in den Innenhof sollten wir mal gehen. Und da einmal hier noch gucken. Was ist das denn? Das ist aus wie ein Waffenschrank. Safe. Warum müssen wir sowas im Dunkeln machen? Wegen der Atmosphäre. Ey, das sieht so krass aus. Boah. Ich wüsste gern, wo damals der Bereich war zum Baden. Aber, ja. Ja, vielleicht sehen wir es gleich. Aber guck mal, den Boden an, die Fliesen sind doch... Also sieht frisch aus eigentlich, ne? Relativ. Hat jemand mal probiert? Sieht der Herz richtig? Guck mal, hier drin war sogar der Hof beleuchtet. Ja. Wow. Sieht so cool aus. Wow. Oh mein oh. Gott. Anna, oh, alles, guck mal, die Schnecke. Alles gut, es ist erst 19 Uhr. Heute ist der Schneckentag. Sieht aus wie Zimmer, oder? Ja, hier ist ein Klo, ja. Also ein Bad. Gästezimmer? Oh ne, hier kommen die Ziegel fast runter. Ne, da gehen wir nicht rein. Hier sind auch Zimmernummern. Oh, aufpassen, hier sind die überall Schnecken, ne? Oh. Zimmernummer 19 ist das ja gewesen. Ja. Oh, oh mein Gott, Decke. Vielleicht sollten wir mal in die andere Richtung gehen, wenn hier nur Zimmer sind. Ja, erstmal gucken nochmal. Da ist eine richtige Küche. Da. Das waren die Special-Zimmer. Boah, aber guck dir das mal an hier mit den Torbögen. Das ist so cool. Ja. Oh, hier ist direkt eine Mauer hinter. Das ist interessant. Die wurde erst im Nachhinein zugemauert. Krass.
Boah, die Decke. Oh. Hier stand mal eine Palme drin. Noch eine. Was da? Eine Palme. Oh, die Blumen sind schön. Da ist schon eine zweite Palme. Hä, was sind das für Blumen? Boah, sind die schön. Wow. Schreib gerne mal rein, was das für eine Blume ist hier. Vielleicht weiß es sogar Annas kleine Schwester. Liebe Grüße. Wahrscheinlich weiß sie es. Da liegen zwei Kühlschränke. Zwei Kühlschränke? Mhm. Ja. Die wurden noch geplündert. Aber hier sieht die Decke noch okay aus eigentlich. Ich muss andauernd husten. Ich glaube, durch den Staub. Oh, oh, pass auf, Alter. Das ist hier ein bisschen gefährlich. Oh. Ja. Schwierig, man muss nach unten gucken wegen der Schnecken und nach oben wegen der Decke. Okay, lass immer in die andere Richtung gehen. Ja, warte, ich einmal hier rumgucken. Hier war der Tresen, ne? Hm. Rezeption, Eingang vielleicht, da? Ja, genau. Da sieht's so aus. Ich mag das gar nicht, wenn Türen zu sind. Ah, hier ist der Kicker drin. Lass. Ich will den Kicker einmal sehen. Im Ofen. Hier ist nicht der Kicker. Der muss da sein. Ja, boah. Das ist doch krass. Flippertisch. £100 One play. So, wo waren wir jetzt noch nicht? Hier waren wir schon. Da waren wir noch nicht. Hier da waren wir noch nicht? Nee, einmal kurz anschauen. Stimmt. Ich glaube, das sind nur weitere Zimmer. Warum ist die Tür da hinten auf der Höhe nur? Die ist eingetreten. Die andere vorhin war nur auf der Höhe. Ich glaube, hier waren halt, das sind alles Zimmer, sind nämlich noch nummeriert. Zimmer mit vielen Zimmerpflanzen. Komm, lass da lang gehen. Hey, ich dachte, hier nochmal einmal gucken. Open Sky. Und pass auf, ja. Hier bestimmt auch bald. Hä? Hier bestimmt auch bald. Da sind so viele Ziegel schon. Oh ja, krass. Gekommen. Ja, das ist vielleicht schon Open Sky. Dann geht noch. Na gut. Ist halt alles irgendwie gleich. Hier sind noch mehr von diesen weißen schönen Blumen. Die ist noch bestimmt irgendwas mit Trichter. Irgendwas. Ja. Aber wo waren die Bäder? Die müssen ja da draußen gewesen sein. Oder es war wirklich nur das Bad oben. Und hier war. Meinst du? Da, vielleicht ist der kleine Fuchs hier. Ja, vielleicht war es wirklich nur das Bad um und hier war Hotel und so. Ja, meinst du? Oh, guck mal, die Fliesen. Marmor, oder? Ja. Krass. Alter, hier müssen wir richtig aufpassen, wenn dir so ein Dings abkommt. Oh ja. Tropft doch runter. Hier waren Toiletten. Boah, was ist denn hier? Hier könnte es losgehen. Guck mal. Meinst du, das waren die Bäder? Gabinetti. Hier ist noch ein Bad. Oh mein Gott, was mit dem Boden hier jetzt reingeregnet? Was? Das ist voll der schlammige Boden. Ja. Boah, was ist das denn? Das ist doch ein neues Dach da oben. Hä? Was war hier? Hm. Weißt du, wie es aussieht? Wie die füttern für Kühe. Ein bisschen hoch. Ja, das stimmt. Komisch. Scheint so, als hätten die hier damals noch weitergebaut ein bisschen. Oh, jetzt ist wirklich schon echt dunkel. Ja, das war ein Klos. Da sind die Spülungen noch oben.
Aber wo sind die Bäder? Hm. Waren wir da hinten schon? Nö. Riesige Räume. Ach, guck mal. Hier sind Badewannen einfach. Die haben das Wasser einfach in die Badewanne gelassen damals, kann das sein? Oha. Krass. Ja, muss ja. Herr, oder? Wo neue Schläuche sind. Oder die Leitungen. Ja. Die sehen doch noch richtig gut aus. Die haben das Wasser einfach aus der Quelle oben wahrscheinlich hier reingelassen. Haben die Zimmer vermietet. Ich guck das dir an. Das wurde echt probiert neu zu machen, weil die Ziegelsteine, ja, die sind so gut dran. Die Fliesen, ja. Nein, ich, sorry. Überall so eine Wanne drin. Krass. Es wurde versucht nochmal zu... Ja, zu restaurieren. Die Wannen sind ja echt noch richtig neu. Ja. Wow. Okay. Dann haben wir alles gesehen, was wir sehen wollten, würde ich sagen. Ja. Schnell raus hier. Anschauen. Fand ich irgendwie spannender als gedacht dann letztendlich. Ja. Richtig cool. Sollten wir öfter mal machen. An der Stelle übrigens nochmal eine Anmerkung. Macht das auf gar keinen Fall nach. Es ist sehr gefährlich, was wir hier machen. Mhm. Ja, es könnte jederzeit irgendwas runterfallen. Wir versuchen natürlich aufzupassen, aber letztendlich kann man es überhaupt nicht beeinflussen. Und deswegen, ja, auf gar keinen Fall nachmachen. Und wir sind jetzt auch wieder draußen in Sicherheit. Guck mal, die Tauben da. Hocken sie uns, schniepen. Oh ja. Oder, naja. Gerade haben wir sie geweckt. Wir wecken die mal nicht weiter. Ja. Aber was war das hier draußen? Alles Stelle? Das sieht aus wie Stelle. Nee, auf keinen Fall, weil die Wände sind zu gut. Oh. Ach so, meinst du, das sind einfach... Wohnhäuser gewesen oder also auch hier Räume. Die hinteren, ja. Ich habe auch erst überlegt, ob Ställe waren, aber. Ja. Spannend. War cool. Oh, sorry. Das wollte ich nicht. Dann geht's jetzt ab zurück. Geht's jetzt ab zurück? Ja. Was machen wir essen, ha? Jetzt machen wir Wraps. Oh, lange nicht gemacht. Ich freue mich. Wir haben Wraps gemacht. Sieht ein bisschen aus wie ein Schlachtfeld. Wir haben auch schon einen gegessen. Ja. Wir stehen so schief, es rutscht alles vom Tisch. Es rutscht alles gefährlich. Runter. Also wartet, kleines Beispiel. Anna, du fängst. Ja. Warte. Ja, toll, funktioniert natürlich jetzt nicht. Egal. Ja, aber wenn man halt, ja, guck. Also wenn man was nicht so richtig abstellt, nicht festhält, dann rutscht es direkt los. Zum Schlafen geht's, weil wir in die Richtung schlafen, aber beim Kochen ist es echt schwierig. Man muss auch aufpassen, dass die Pfanne hier drauf bleibt und alles. Egal, die Wraps schmecken auf jeden Fall, das ist die Hauptsache. Wir haben sie nämlich ein bisschen mit Couscous gepimpt heute. Wo ist er denn? Da unten auf dem Boden? Wir haben nicht, nicht genug Platz auf dem Tisch. Naja, da kann nichts runterfallen. Ja, genau. Auf jeden Fall schmeckt sehr gut. Wir werden satt sicherlich. Und in dem Sinne, gute Nacht. Wir hören auch nur 3 Fragezeichen und gehen dann schlafen. Gute Nacht. Frechheit. Das ist meiner. Ja, schon, aber du kannst doch nicht mehr zum Frühstück essen, einfach so. Warum nicht? Stimmt. Guten Appetit. Also. Guten Morgen. Wir sind schon auf den Beinen. Ja. Wir haben kurz ein bisschen was gefrühstückt jetzt gesehen. Wir haben uns den Wrap geteilt, haben auch noch ein bisschen was abbekommen. Das Auto hinter uns lassen wir zurück. Wir haben das Dach schon runtergemacht, haben weitestgehend alles eingepackt und werden jetzt diesen steilen Weg hier nach oben gehen. Denn auf den Drohnenaufnahmen von letzter Woche habe ich gesehen, dass da oben ein ziemlich cool aussehendes Dorf oder schon fast eine kleine Stadt ist. Ja. Und wir hoffen, dass man diesen Weg hier entlang irgendwie dahin kommt.
Aber wir wissen es ehrlich gesagt nicht. Auf Google Maps oder sonstigen Karten kann man das leider nicht so gut sehen. Deswegen ist jetzt schon anstrengend. Aber versuchen wir, das zu Fuß jetzt zu schaffen und werden euch berichten, ob wir es geschafft haben, ne? Ja, sieht ein bisschen zu steil aus. So, der Aufstieg ist geschafft. Wir werden uns jetzt erstmal ein Wasser holen im Minimarket, der zum Glück offen hat. Und dann gucken wir uns das Dörfchen auch noch an. Sieht auf jeden Fall auf den ersten Blick schon mal ziemlich cool aus. Und wahrscheinlich auch gar nicht mal so touristisch, kann ich mir vorstellen. Zumindest nicht um die Jahreszeit. Und man fühlt sich etwas fremd, weil alle kennen sich. Ja. Also alle reden so miteinander, kommen gar nicht irgendwo weiter. Und wir so, hallo, hallo. Ja, ciao, ciao. Aber angetanzt, Gottesdienst. So, das war Sglafani Bani und ich muss ehrlich sagen, das Dorf hat mich richtig abgeholt. Mich auch. Vielleicht lag es auch an dem Wetter, das hat nämlich echt gut gepasst zu den grauen Gebäuden und so. Und ja. Dann kam am Ende die Sonne raus, also eigentlich eine perfekte Sightseeing-Tour, eine kleine. Wir gehen jetzt auch schon wieder runter. Wir haben noch ein Pesto gekauft und eine Milch, weil einer sich gleich einen Kaffee macht. Und dann wird es weitergehen. Wir sind wieder da und das Handtuch hatte ich natürlich extra zum Trocknen aufgehängt. Hat nicht so gut funktioniert, würde ich behaupten. Ist doch schön nass. Hm. Kurzes Frühstück nochmal. Mhm. Pesto gekauft, haben wir ja gerade. Leider nicht mehr genug Brot, aber für einen kleinen Zwischendurch-Frühstück reicht das. Und dann werden wir weiterfahren. Das Handtuch habe ich übrigens jetzt nochmal aufgehängt da hinten. Ich meine, schlimmer wird es nicht, glaube ich. Guck mal, wir haben Besuch bekommen. Mhm. Ein zweiter Bulli, auch aus Deutschland. Ja. Ganz liebe Grüße an die beiden, sind nicht Zuschauer. Ist ein bisschen Zufall, dass sie heute hier sind. Mhm. Und wir haben jetzt fast alles zusammengepackt. Anna hat sich doch nochmal schnell einen Kaffee gemacht. Ja. Wir haben auch den Couscous noch von gestern gegessen und
werden jetzt gleich aufbrechen und diesen Platz hier vor allem frei machen, denn zwei Bullis können hier nur wirklich nicht stehen, dann kann hier gar keiner mehr wenden, müssten alle rückwärts raus. Ja, deswegen versuchen, viel zu schief. Ja, wäre zu viel zu schief. Auf jeden Fall versuchen wir gleich uns mal hier rauszuzirkeln irgendwie, wird schon gehen. Und dann suchen wir uns neues Plätzchen. Ja. Mit hoffentlich ein bisschen besserem Wetter. Es ist nämlich heute echt durchwachsen, muss man sagen. Ja, stimmt. Könnte wirklich ein bisschen schöner sein. Naja, kann sich nicht aussuchen. Ich glaube, die nächsten Tage werden besser. Die nächsten Tage. Wie süß. Soll ich Angst haben, Anna? Nein. Das ist eine Mutter und Fohlen, denke ich. Hallo. Wenn sie die Ohren anlegen, dann würde ich Angst haben. Aber die sehen ganz entspannt aus. Die sind es wahrscheinlich gewöhnt, so wie er mit dem Auto Gassi gefahren ist. Wahrscheinlich denken die, es gibt jetzt Essen, weil das Auto kommt mit Essen. Aber wir haben kein Essen außer für uns. Tschüss. Tschüss. Komm mit, hier, komm. Vielleicht sind es sogar fremde Pferde gewesen, die letztes mit dem Auto mitgekommen. Ich dachte, sie sind so, oh, geh weg. Schnell weg. Deswegen hat er so Gas gegeben. Pass auf, die alte Oma. Was ist denn das sein? Sieh doch mal durch die Scheibe. Was war das denn? Der ist zur Hälfte auf meiner Spur gefahren, ey, um auszuholen für die Kurve. Ja, hättest du nicht gebremst, dann wäre er noch knapper gewesen. Ey. Vor allem auch so, in seinem Gesicht war einfach nur so, ja, ist halt so, muss halt mal bremsen. Der hat gar nicht zu uns geguckt, oder? Ja, also er hat einfach nicht so verachtet, er war einfach so, ja, ist... Ja, ich hab einen Schreck gekriegt, ja. Ich auch. Gut gemacht. Zwei noch später ein. Mhm. Ach, nee, das hier noch. Danke, dass er nicht reingefahren ist. Was ist das für eine coole Handbewegung? Die war ja mega. Ich war draußen. Und gleich in den Kaffee übergegangen. Sie nicht. Bin ich denn keine gute Kuh? Das ist eine super Kuh, guck mal, wie alle reagiert haben. Tada! Unser neuer Platz. Ja. An einem Stausee. In der Nähe von Palermo sind wir jetzt. Mhm. Ja, war schon ein bisschen wild teilweise. Ja. Aber ging alles noch. Hielt sich in Grenzen. So, Sonne ist schon untergegangen, glaube ich. Es ist 19.28 Uhr. Mhm. Also Sonnenuntergang quasi jetzt. Da hinten sind ein paar Kühe irgendwo. Sieht man jetzt nicht. Aber es ist eigentlich ein ganz schöner Platz. Auf dem Weg hierhin echt viel Müll leider. Sah echt teilweise schlimm aus. Also und auch verbrannter Müll. Ja, auch gesehen, wie Müll verbrannt wurde. Ja. Es wird hier relativ viel gemacht, glaube ich. Oder das, immer wieder mal. Ja, das ist echt ein ungutes Gefühl. Ja. Aber hier am Platz ist es jetzt relativ sauber, außer da oben. Da ist ein bisschen Müll. Das geht, ja. Ist eigentlich ein schöner Platz. Also muss man ehrlich sagen, ist es schön. Ja, und das Wasser ist auch echt klar. Ja. Aber was sind die ganzen Bojen eigentlich? Ja. Da sind Bojen, da hinten sind ganz viele Bojen. Meinst du, in dem See? Mhm. Ja, vielleicht. Ja, schon. Kann sein. Na gut, wir packen erstmal ein in den Einkauf. Dann machen wir es. Okay. Dun 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 dun.
Anna. So, Anna, was haben wir gemacht? Wir haben Kartoffeln angebraten, Champignons angebraten mit Knoblauch und Chili. Mhm. Und wir haben viel angebraten, wir haben richtig viel angebraten. Also ja, Gas hat auch nicht gereicht. Wir haben erst mit Gas hat nicht gereicht. Gas hat, ja, egal, Strom hat nicht gereicht. Und dann haben wir mit Gas weiter gekocht, zumindest am Ende den Seitan. Weil wir haben viele Sachen angebraten und machen das jetzt so wie Döner verpackt da in so Brot rein, weil das läuft hier bald ab. Das haben wir schon ewig irgendwie im Kühlschrank. Ja. Jo, und das haben wir auch angebraten, das Brot. Also wir haben richtig viel Strom verkocht gerade. Mhm. Mal gucken, ob es sich gelohnt hat, aber ich glaube schon. Ich glaube auch. Ich vermute, das schmeckt richtig, richtig lecker. Ja. Wir haben leider nur zwei Brote gehabt und der Rest ist da noch. Vielleicht nehmen wir da auch noch frisches Brot oder so. Ja. Egal, wir lassen es erstmal schmecken, bevor es kalt wird, ne? Ja. Gut. Guten. Hürdenlauf mit den ganzen Kaulquappen hier. Ja. Einen wunderschönen guten Morgen. Also der Platz hier ist echt richtig cool. Ja. Das Wetter ist jetzt auch richtig gut, muss man dazu sagen. Mhm. Wenn es jetzt regnen würde, würden wir vielleicht ein bisschen anders drüber denken, aber ja, sehr schöner See. Schönes Alpenpanorama quasi. Wir fühlen uns ein bisschen wie in Österreich mit den Kuhglocken auch hier um uns rum und so. Ist eigentlich ganz cool. An der Stelle wollte ich auch noch mal auf einige Kommentare antworten. Und zwar war ich ja in Norwegen sehr, sehr viel angeln. Mhm. Ne? Und jetzt in Italien habe ich zwar die Angel bei, aber irgendwie sind da mehrere Faktoren gleichzeitig zugange, weswegen ich irgendwie noch nicht so geangelt habe. Erstens, in Norwegen haben wir uns echt übersättigt ein bisschen an Fisch. Ja. Wir haben wirklich sehr, sehr viel Fisch gegessen, seitdem kaum, ehrlich gesagt. Und wir haben einfach nicht so den Drang, gerade Fisch zu essen. Das ist schwer zu beschreiben, aber was da auf jeden Fall mit reinspielt, ist, dass in Norwegen die Natur halt fast unberührt wirkt. Ist sie sicherlich nicht, aber es wirkt zumindest so. Und wenn man da einen Fisch rausholt, dann denkt man, okay, das ist jetzt ein natürlicher Fisch, der, weiß nicht, keine Schadstoffe in sich hat, stimmt auch nicht ganz, aber so hat man zumindest das Gefühl, wenn wir jetzt hier in Italien sind und wir sehen den Müll, der da überall liegt, der auch verbrannt wird, der sicherlich auch teilweise hier im Gewässer landet, weil wenn man den ganzen Müll schon sieht, was liegt dann da drin, was man nicht sieht, ich will es vielleicht gar nicht wissen, ist dann natürlich irgendwie so ein bisschen negativ im Kopf und ich habe dann nicht so Lust, die Fische draus zu essen aus dem Gewässer, auch wenn es jetzt sehr schön aussieht und wir waren ja auch drin baden, ja, der also ist sicherlich sehr sauber. Ist ja. Jetzt echt sauber im Vergleich zu anderen Seen oder, keine Ahnung, das Meer teilweise, mhm. Auch bei den Flüssen teilweise. Sind dann da Sachen geschwommen und man dachte sich, das ist so dreckig, da will man das auch nicht draus essen, man will auch nicht drin schwimmen gehen. Ja, naja. Ob es jetzt letztendlich wirklich so ist oder ob es nur auf uns so wirkt, ja. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall wollten wir ein bisschen unsere Gedanken dazu teilen, weil, ja, ihr wundert euch vielleicht, wir waren so viel angeln und jetzt halt gar nicht.
Ich weiß nicht. Vielleicht gehe ich nochmal Harpunen fischen. Im Meer ist das irgendwie ein bisschen was anderes. Das Gewässer ist halt größer. Ja. Aber letztendlich wahrscheinlich auch nicht wirklich besser. Egal. Auf jeden Fall gibt es noch eine Sache, die wir euch nicht gesagt haben. Und zwar hat Anna ja ihre Prüfung bestanden, die sie auf dem Ätna geschrieben hat. Ja. Die BWL-Prüfung. Ja. Zum Glück. Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch schon mal dafür. Danke. Ich glaube, viele von euch haben auch die Daumen gedrückt, von daher solltet ihr es auch wissen. Danke an alle. So. Ja, genau. Wir sitzen jetzt hier einfach noch ein bisschen in der Sonne rum, haben uns natürlich auch eingecremt und so, weil man muss echt aufpassen, die Sonne ist sehr stark. Ja. Und wir haben ja jetzt die letzten Tage nicht wirklich viel Sonne gehabt, deswegen ja, ist der natürliche Hautschutzfaktor noch nicht so wirklich da. Aber der wird schon noch kommen. Wir werden richtig braun werden, glaube ich, diese Reise. Ich glaube auch. Mal gucken, ob ihr uns dann wiedererkennt, aber es ist ja ein schleichender Prozess. Egal. Egal, sage ich auch zu oft. Jedenfalls werden wir heute nochmal jemanden besuchen fahren. Und zwar ebenfalls Leute aus Deutschland eigentlich, die jetzt aber auf Sizilien ansässig sind. Und zwar werden vielleicht einige von euch die kennen, zumindest wenn sie auf Instagram unterwegs sind, auf YouTube auch ein bisschen. Und zwar Plan B-Wagen. Die haben nämlich auch einen T61 umgebaut. Ja, also es ist schon ein Camper, aber nochmal umgebaut. Und die haben da auch richtig krasse Sachen noch drin. Vielleicht können wir uns die noch angucken, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall haben die uns eingeladen zu sich. Also liebe Grüße, falls ihr das sehen solltet. Und Dankeschön schon mal. Wir werden nachher zu denen fahren. Ja. So nachmittags. Und dann werden wir mal gucken, was wir machen. Vielleicht stehen wir da auch eine Nacht. Vielleicht auch nicht. Wissen wir noch nicht. Ihr wisst ja, wir planen nicht so viel. Von daher lassen wir uns alle überraschen. Was für ein Timing. Ja. Wir haben alles zusammengepackt und die Sonne ist komplett weg. Es fängt sogar leicht an zu regnen. Lass uns schnell weg von hier. Ja. Tschüss. Hier runter, ja. Direkt die rechte Straße rechts. Ist ein bisschen hubbelig, aber ja. Das ist schön. Dann bist du auch am schnellsten dann auf der Autobahn. Boah, ja. Ist die Kiste sauber. Ja, geht gerade. Da kommt gerade nicht die Sonne rauf, aber wenn du es mal so machst, ja. Geht, ja, okay. Ne? okay. Gut, ja. Gleichfalls, Dankeschön. Dreh erstmal schnell ein. Tschüss. So, wir fahren auch schon wieder weiter. Wir waren jetzt bei den beiden von Plan B-Wagen. Liebe Grüße an Marc und Torget. War richtig cool, hat Spaß gemacht. Ehrlich gesagt, haben wir jetzt eine Nacht da geschlafen und es ist ein Tag später, aber das soll euch nicht weiter interessieren, denn wir fahren jetzt nach Palermo rein. Ja. Was wir uns erst nicht getraut haben, was ja vielleicht ein bisschen kompliziert werden könnte, ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall wird es spannend und wir sind gespannt. Wir haben sehr viele Tipps bekommen von den beiden und werden uns heute die Stadt angucken. Ja. Und außerdem treffen wir auch die beiden von den heißen Quellen wieder und werden mit denen zusammen ein bisschen durch die Stadt bummeln. Ja, wird sicherlich cool und wir sind echt gespannt. Also die Stadt soll echt schön sein und wir haben schon ein paar Bilder gesehen. Außerdem könnte es sein, dass heute noch Markt ist, wenn wir noch pünktlich genug sind. Es ist jetzt um 10. Genau. Und das wäre natürlich cool, wenn man da den Markt sieht, den lokalen. Können wir ein bisschen wieder Obst, Gemüse auffüllen. Genau. Na, mal gucken. Genau. Ich dachte, das war's gegengefahren. Oh, sorry, ich habe nur das Fenster. Weil es hat gequietscht und dann. Oh. Mann, das ist nicht witzig. Video protected. So, wir haben jetzt einen Parkplatz. Den Bus erkennt ihr. Der stand an der Quelle. Die standen witzigerweise die letzte Nacht an dem Platz, wo wir die Nacht davor standanden. Ja, das ist ein richtiger Zufall, ja, mit den Staudsee. Kühen. Aber die sind erstmal den ganzen Weg so lang, bis sie den Platz gefunden haben. Wir sind ja zum Glück gleich daran.
Aber egal, witziger Zufall. Auf jeden Fall gucken wir uns jetzt mit den beiden die Stadt an und haben hier einen guten Parkplatz gefunden. Es ist auch ein Platz zum Campen. Der kostet 25 Euro die Nacht. Ansonsten 2 Euro pro Stunde, was ich okay finde. Wir werden nicht die Nacht hier stehen bleiben. Es ist nämlich nicht so sonderlich schön, aber dafür ist es sicher. Ja. Wir haben gerade schon die Tür so aufgemacht, relativ weit an das andere Auto dort. Ja. Und er kam richtig an, der Parkwächter. Und hat gesagt, geguckt, vorsichtig. Und genau, so. Geguckt, dass ja. man da vorsichtig ist, dass nichts passiert also, und so. Also haben wir schon mal ein gutes Gefühl auf jeden richtig. Fall. Und jetzt gucken wir mal, ob der Markt noch offen ist. Das wäre cool. Mhm. Aber wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ich glaube, da hinten ist die Altstadt irgendwo. Ja. Müssen wir erstmal ein bisschen laufen jetzt. Also los geht's. So, wir haben uns Palermo angeguckt. Ja. War cool, hat Spaß gemacht. Ist echt eine sehenswerte Stadt auf jeden Fall. Mhm. Und mit dem Verkehr ging es ja auch, hierher zu fahren. Ja. Gucken, wie es jetzt ist. Jetzt ist natürlich Siesta gerade, 15:20 Uhr. Gucken, ob es voller ist. Wir hoffen nicht. Wir fahren jetzt nämlich wieder raus aus Palermo und suchen uns ein Plätzchen am Meer. Wir waren lange nicht mehr am Meer gefühlt. Waren wir, also waren wir wirklich nicht. Mhm. Deswegen, ja, vielleicht auch mal wieder Spearfischen oder so, wenn da klares Wasser ist. Wir sind gespannt, ob wir einen guten Platz finden. Die anderen kommen auch mal mit. Zwischenstopp noch mal zum bisschen was einkaufen. Mhm. Und dann so ein volles Plätzchen. Ja. Was denn? Das ist voll anstrengend. So, wir sind jetzt beim großen D. Und wir lassen natürlich das Auto jetzt nicht alleine. Nee. Wir müssen aber ein bisschen aber was einkaufen. Wir gehen trotzdem halt zu zweit rein. Genau, wie macht man das? Ihr habt gesehen, wir sind schon ein bisschen, wir haben ein bisschen geübt, ja. Ein bisschen Gassi gegangen. Und dafür kriegen jetzt wir jetzt einen Hund. Einen Hund genau dahin. Ja. Der passt auf, kleine Alarmanlage. Schrecken ein bisschen ab, die Hunde. Ja. Mal gucken, ob er irgendwas macht. Kamera läuft. Bulli kennt er ja, also. Ja, bitte darauf aufpassen. Wir lassen natürlich die Fenster ein bisschen offen, keine Frage. Ja. Hier ist gut.
Ja. Ist gemütlich? Ist gut? Ja? Okay. Tschüss, bis gleich. Pass auf. Rein aufpassen. Die versteckt. So, fertig eingekauft. Hund hat gut bewacht. Gut aufgepasst, es wurde nicht eingebrochen. Ja. Lag unter dem Fußraum, war wahrscheinlich zu heiß hier auf dem Sitz. Und jetzt geht's zum neuen Platz. Wir sind sehr gespannt. Ab ans Meer. Was soll man zu diesem Platz noch sagen? Ist doch unfassbar, oder? Haben wir uns jetzt hier nebeneinander hingestellt. Ein bisschen Wind geht von da, aber es wurde schon weniger. Über Nacht soll er von den Klippen, die übrigens auch wunderschön sind, kommen. Also aus der Richtung stört dann gar nicht. Da hinten sind ein paar Kletterer, sind am Klettern. Hier ist gerade ein Fahrradfahrer gekommen. Der ist ein bisschen schwimmen, das werde ich jetzt auch gleich machen. Dann werden wir mit dieser wunderbaren Kulisse Essen machen und es gibt Wraps für alle. Das wird sicherlich gut. Das ist nichts Schlimmes. Das ist gar nichts Schlimmes. So, wir haben lecker Abendbrot gegessen. Wie gesagt, es gab Wraps. Ja. Und ich kann es nur noch wiederholen. Also diese Kulisse hier ist echt richtig cool. Der ja. Platz gefällt uns richtig gut. Hier ist relativ viel los. Also wir haben auf dem Weg hierher auch schon viele Camper gesehen. Jetzt ist auch noch ein Camper gekommen, der steht weiter hinten. Aber hier ist so viel Platz, hier ja, kann man sich gut verteilen, richtig. Ah, und es ist wieder ein Auto gekommen und ein Taucher mit so einer Taschenlampe ist im Wasser. Ja, das hatten wir vor 3 Wochen, als wir am Ätna waren in der Woche. Hatten wir das auch schon. Der war auch mit Pressluftflasche unterwegs, auch ganz vorne im Wasser. Und der ist auch, weiß nicht, ob der Harpunfischen geht in der Nacht oder ob der wirklich irgendwelche Muscheln sammelt oder Seesterne. Oder, nee, nicht Seesterne, nee, so Seeigel. Gibt's ja alles, aber... Mhm. Tja, ich glaube, ihn fragen können wir nicht. Er ist jetzt schon über eine Stunde drin und wir werden jetzt auch schlafen gehen. Das heißt, wir werden ihn auch nicht mehr drauf ansprechen. Wer weiß, warum er das in der Nacht macht. Vielleicht ist es auch gar nicht erlaubt. Aber egal, mischen wir uns nicht ein. Wir werden schlafen gehen. Morgen früh gehen wir, also nicht Anna und ich, aber mit demjenigen drüben gehe ich vielleicht tauchen und mit der Harpune rein. Das wissen wir noch nicht, aber ja, könnte sein, weil das Wasser hier ist richtig, richtig klar. Und ich will auf jeden Fall tauchen gehen. Und mal gucken, vielleicht essen wir dann auch mal wieder Fisch. Wenn es sich anbietet, wenn nicht, dann nicht. Dann mal sehen. Kannst du ein paar Seeigel schießen? Nicht, dass sie mich schießen. Ich bin vorhin mit Crocs extra ins Wasser gegangen, weil wenn man da reintritt, ein Einheimischer, der hier mit Fahrrad gekommen ist und baden war, der hat mich auch gewarnt, dass ich da auf jeden Fall aufpassen soll. Hier sind nämlich richtig viele Seeigel, aber das ist halt normal, wenn so relativ warmes Wasser und Steine da sind. Ja, wenn man beim Tauchen auf jeden Fall auch aufpassen. Aber wir werden keine Seeigel schießen. Okay, ich wünsche euch eine gute Nacht. Wir sehen uns morgen.
So, liebe Leute, einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist es wieder ein bisschen windig. Ich hoffe, man hört es nicht so doll. Aber Sonne scheint einigermaßen, zumindest ein bisschen bewölkt ist es. Insgesamt trotzdem wunderschön hier auf jeden Fall. Wir werden jetzt tauchen gehen. Neopren habe ich schon halb an und gleich geht's los. Mal gucken, ob wir irgendwas sehen unter Wasser. Aber es sollte eigentlich richtig schön aussehen. Hier sind viele Seeigel, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber ansonsten gibt es, glaube ich, einiges zu sehen hier. Hoffentlich hat der Taucher gestern nicht schon alles erlegt, was es hier zu sehen gibt. Mal gucken. Auf jeden Fall werden wir es erstmal hier in dieser Lagune probieren, dann da vorne in den Riffen. Übrigens, wir haben hier wieder Besuch bekommen, ein weiterer Camper, da hinten ein paar Autos, da hinten der Camper kam ja gestern schon und hier ganz, ganz viele Kletterer an den Felsen. Wir haben vorhin mal mit welchen gequatscht, die gekommen sind und die meinten, dass hier Richtung Trapani morgen, ab morgen ein Festival ist, also ein Boulder-Festival, ein Kletterfestival. Deswegen sind wahrscheinlich einige mehr Kletterer in der Ecke, dementsprechend sind auch mehr hier, aber ist ganz cool anzugucken. Die haben sogar gesagt, wir können es gerne mal ausprobieren, wenn wir wollen, aber ob wir das uns zumuten, weiß ich noch nicht. Jetzt geht es erstmal, wie gesagt, tauchen. Geschossen? Nö. Ah. Oh, war schön. Sah richtig schön aus. Und jetzt kalt? Ja. Hört bei uns überhaupt? Ist doch viel zu windig, oder? Ja, bestimmt. So, wir müssen mittlerweile hier drin ab und zu mal filmen. Ja. Draußen ist der Wind echt richtig stark geworden. Ja. Also die Sonne ist schön, aber man muss sich dick anziehen trotzdem. Ja, ich sollte mir auch gleich mal was anderes anziehen als ein Bademantel. Ich bin ja gerade erst aus dem Wasser gekommen. Aber jetzt gibt's erstmal Essen, quasi Frühstück, weil wir haben nicht so richtig was gegessen zum Frühstück, oder? Habt ihr noch ein bisschen? Nee. Nee? Deswegen haben wir auch Hunger. Und ja. Es gibt Nudeln mit Salat. Mhm.
So, wie ihr gesehen habt, haben wir gegessen, wir haben Wikinger-Schach gespielt, haben einfach ein bisschen die Sonne genossen und diesen wunderschönen Platz. Und Max sitzt jetzt am Laptop und arbeitet. Und hier kommen gerade einfach richtig viele Kühe, also so eine ganze Herde. Ich glaube, die werden angetrieben mal wieder durch ein Auto. Ey, und das ist einfach so ein Erlebnis jetzt schon wieder, dass man an so einem idyllischen, ruhigen Spot eine Kuhherde besuchen kommt. Ja, und dann werde ich gleich nochmal mit dem Fahrrad nach da hinten fahren und einfach mal ein bisschen gucken, wie es da aussieht. Vielleicht entdecken wir ja noch was Spannendes, aber jetzt erstmal die Kuhherde betrachten. Ich habe natürlich vorher gefragt, ob ich überhaupt fliegen darf mit der Drohne. Und ich schicke denen jetzt das Video auch per WhatsApp. Mega. Die fanden das nämlich auch witzig. Ja, mega nett auf jeden Fall. Lassen Sie die Kühe jetzt hier stehen? Ja, die holen sie morgen früh wieder ab. Oder? Cool. So, jetzt geht's los. Oh, shit. Oh, shit. Ciao. Oh. Sollte man Angst haben? Alles gut. Abend. Weiter geht's. Boah, hier wäre aber auch ein schöner Platz zum Stehen. Was man einfach mal sagen muss, hier ist so wenig Müll im Vergleich zu den anderen Plätzen. Aber jetzt, wo man so ein bisschen Müll sieht, fällt es einem erst auf. Ah, das ist wahrscheinlich sogar gesammelter Müll, aber vom Strand. Oh Mann, ich stehe aber nah am Weg. Hi! Hallo Kumu. Oh Gott, du guckst mich böse an. Schnell weg. Hallo. Oh. Hallo, da bin ich wieder. Es war nicht so spannend, aber schön. Also ein bisschen Action gemacht. Ja, ich habe mit den Kühen geredet, damit sie mir nichts tun. Und? Aber die sind alle voll entspannt. Hast du den Bullen auch gesehen? Nö. Gut. Und nochmal auf. Gut gemacht. Danke. Die Decke ist unten. Hallo, wir sind Max und Anna. Herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Spaß beiseite, ihr habt Essen gemacht. Ja. Ich habe gar nichts gemacht. Also ich habe ein bisschen am PC Video geschnitten, aber... Ich habe eigentlich auch nichts gemacht. Also wir wollen komplett gekocht. Dann danke ich schön an euch beide, ja, beide für das leckere Essen. Es gibt Chili Sin Carne. Mit Reis. Und mit ein bisschen Hühnerfleischersatz mal wieder. Aber schmeckt sicherlich, oder? Keine Ahnung. Mal gucken. Wir probieren es. Ich wünsche euch einen guten Appetit. Und danke schön fürs Filmen. Guten Appetit. Danke. Bisschen kuscheln. Nein, da ist nichts für dich. Guck mal, wie witzig. Oh. Auch noch ein Wort. Nein, nicht da hoch. Weiter? Weiter kuscheln? Ja. Gute Nacht. Euch auch gute Nacht. Bis morgen. So, liebe Leute, ja. Das ist ein bisschen anders, dieses Video. Das habt ihr sicherlich gemerkt. Ja. Also,
Wir haben ja relativ wenig jetzt gefilmt und so, aber stehen immer noch an demselben Platz hier. Ja. Der ist nämlich mega schön. Richtig. Wir haben euch ja auch im Prinzip schon alles an diesem Platz gezeigt. Waren auch jetzt nicht mehr so viel hier unterwegs, waren zwar ein bisschen spazieren und so, aber haben uns schon größtenteils hier an den Autos aufgehalten und mit den anderen beiden. Und eigentlich das Gleiche gemacht wie gestern, also genau. Wikingerschach gespielt, gequatscht, rumgesessen. Bisschen gegessen, bisschen so eine Sachen. Ja. Und das war auch richtig entspannt. Das ist halt, ja, so muss Vanlife ja auch sein. Man muss an einem Platz sich wohlfühlen und da eine Weile sein. So und wie auch die Camper da drüben zum Beispiel, die sind jetzt auch schon genauso lange wie hier und es sieht auch so aus, als würden die hier noch eine Weile bleiben. Ja. Und wenn man dann noch andere Leute hat, die nett sind, mit denen man so die Zeit verbringen kann, das ist mega cool. Ja. Und das haben wir jetzt auch gemacht. So, die anderen beiden sind jetzt unterwegs und wir wollten nur noch mal so ein bisschen sagen, dass es uns schon irgendwie leid tut, aber irgendwie auch nicht, weil das gehört halt dazu, einfach mal abzuschalten. Und das ist auch total wichtig jetzt für uns gewesen, glaube ich. Ja, wollten wir nur noch mal so irgendwie sagen. Deswegen haben wir jetzt auch schon etwas später. So, ja. 18 Uhr. Ja, und wir werden jetzt diesen Platz hier verlassen. Richtig. Genau, wir müssen noch besprechen, wo wir jetzt überhaupt hinfahren, ja, was wir machen. Ja, müssen wir mal gleich schauen. Und gerade pumpen wir noch den Reifen auf. Genau. Der hat relativ viel Luft verloren irgendwie. Ja, aber wir haben den ja auch das letzte Mal vor Palermo aufgepumpt. Ja, und sind dann nochmal gefahren und standen jetzt 2 Nächte. Genau, von daher geht das schon. Waren jetzt irgendwie nur 2,1 Bar. Wir müssen das echt mal reparieren lassen, aber wir sind echt zu faul, ehrlich gesagt. Wir sind einfach zu faul, wir machen es einfach nicht. Wir müssen das echt mal nächste Woche machen. Problem ist, ja, vielleicht wechsle ich einfach den Reifen mal, beziehungsweise das ganze Rad. Ja. Dann stellen wir uns halt in die Nähe und dann holen wir den einen Tag später ab oder so. Weil klar, man könnte das halt machen lassen, dann dauert das vielleicht 3 Stunden, vielleicht auch nicht, vielleicht geht das viel schneller. Aber man müsste sich halt in der Zeit da aufhalten, was jetzt an sich nicht das Problem wäre. Aber man ist halt schon ein bisschen gebunden dann, deswegen mal gucken. Aber ist ja egal, wir können es ja immer aufpumpen wieder und ja, am Ende funktioniert es ja trotzdem. So, neues Plätzchen suchen wir uns jetzt, fahren wir hier raus, gehen eventuell nochmal einkaufen. Und das war's dann wieder. Und heute Abend gibt's vielleicht Burger. Oh ja, stimmt, Leute. Ist es doch alles wie sonst. Es gibt Burger. Einmal Burger die Woche, sonst läuft gar nichts. Genau. Ach übrigens, während der Reifen noch aufpumpt, guckt euch das da hinten mal an. Das ist schon den ganzen Tag so. Das sieht so cool aus. Die Wolke hängt richtig an diesem riesen Felsen, der so ein bisschen aussieht wie Gibraltar. Richtig cool. Ja, wollte ich euch nur noch mal zeigen. Und was sagst du dazu? Sieht cool aus. Findest du gut? Ja. Was machst du da gerade? Ich räume das Kabel weg. Okay. Übrigens, wir hatten uns für die Dashcam hier ein Mikrofon gekauft. Das haben wir gar nicht gezeigt, als Lina und Leon noch da waren. Das hat 6 Euro gekostet. Wir dachten, wir klemmen das hier richtig cool oben ran, dass der Ton von der Dashcam noch ein bisschen besser ist. Und es stellt sich raus, das Mikrofon funktioniert einfach 0, gar nicht. Ich habe es auch am Laptop probiert. Es ist einfach, es war einfach, ja, verarsche. Kaputt. Ich meine, klar, 6 Euro sind jetzt nicht viel. Ich dachte, da macht man nichts falsch, aber doch. Macht man. Das hat gar nicht funktioniert. Ja. Sonst machen wir die Dashcam jetzt mal an, falls irgendwas passiert. Das ist natürlich wichtig. So. Und dann verlassen wir den Platz, wenn der Reifen aufgepumpt ist. Die Kühe haben den Platz übrigens auch verlassen. Schon heute Morgen. Irgendwann. Ja, wir haben es gar nicht mitgekriegt. Ja. Richtig komisch. Also gehen wir auch. Ja, wenn die Kühe nicht mehr da sind, was sollen wir hier? Und die anderen sind ja auch schon weg. Ja. Aber die nicht. Die haben uns nämlich ein bisschen zugeparkt. Mhm. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Wir zirkeln uns vorbei. Jetzt haben wir ein kleines Problemchen. Die gucken mich genauso doof an wie ich sie. Aber den kennen wir ja mittlerweile, den Hirten, sagt man da Hirten? Nee. Doch. Naja, okay. Glaub schon. Ihr wisst schon. Soll ich einfach langsam vorbeifahren und die geht? Ich glaube, du treibst sie dann vielleicht zurück, oder? Aber vielleicht gehen sie auch einfach aus dem Weg. Die sind bei meinem Fahrrad auch aus dem Weg gegangen, so ein bisschen. Ach, da kenne ich die Kuh doch schon. Ja. Die braune mit dem coolen weißen Strich da oben. Ja. Okay, die sieht nicht so aus, als würde sie aus dem Weg gehen. Grad. Oh Gott, stell dir vor, die rennt auf uns zu. Okay, das macht sie nicht. Die denken sich jetzt alle, ja und jetzt? Die wurden ja gerade getrieben. Die haben gerade hey und so gerufen. Ja. Jetzt. Jetzt. Danke. Oh, nee. Weiß ich nicht, wo sie hin soll oder was? Hallo. Geh doch einfach da in die Wiese. Einmal Bein rechts, links hoch. Oh Gott. Oh Gott.
ein bisschen zur Seite. Echt jetzt? Ja. Per Körper? Ja, vor Menschen haben sie mehr Angst als vor Autos. Ja, okay, stimmt. Guck. Okay, weiter jetzt. Frag doch den Max. Jetzt gibt Vollgas. An der kommst du vorbei. Kannst halt rechts noch ein Stück. Hey, ho, ho, hey. Hey, war voll gut. Sie geht direkt. Guck und die, oh yeah. Der ist noch jünger, da will ich aufpassen. Jetzt weiter. Ich fahr jetzt hier einfach. Mensch. Ich glaube, wir haben es geschafft. Wir leben noch. Jetzt schnell weg. Unser Auto lebt auch noch. Ein paar Raps, ein bisschen was Frisches. Wir sind gerade so hin und her gerissen. Leider ist es sehr stark windig, und zwar schon ziemlich aus Norden. Und wir standen jetzt quasi auf der windgeschützten Seite von Sizilien ein bisschen. Ja. Und da war es schon echt windig. Deswegen wissen wir gerade nicht so ganz, was wir machen. Eigentlich wollten wir hier direkt wieder an die andere Spitze fahren und direkt wieder am Wasser parken. Das wäre cool gewesen, das ist auch sicherlich ein schöner Platz. Aber wenn da direkt der Wind senkrecht raufkommt auf die Küste, ist es überhaupt nicht schön. Deswegen überlegen wir gerade, was wir machen. Wir sind ein bisschen hin und her gerissen. Und wir wollen eigentlich auch ein bisschen am Wasser stehen. Ja, am Wasser wäre halt cool fürs Wochenende. Gehen zu können, kurz noch zwischendrin, aber schwierig. Das zum Beispiel könntest du gar nicht. Was könnte ich gar nicht? Was könnte ich gar nicht? Alles cool. Nee, sag mal. Nein. Das diskutieren wir gleich aus. Ja, wir machen jetzt Burger. Auf jeden Fall haben wir ein neues Plätzchen und die Aussicht ist super. Und ja, wir sind mega. Nicht weit gefahren, wir sind 20 Minuten gefahren. Wir standen vorher da und wir haben uns überlegt, wir fahren jetzt nicht noch eine Stunde. Wir haben den Sonnenuntergang noch gesehen beim Fahren ein bisschen und stehen jetzt hier irgendwie vor so einem Naturschutzgebiet. Das ist da hinten. Aber wir sind natürlich nicht reingefahren, von daher. Ja, ist ein schönes Plätzchen. Sind zwar direkt hier an der Straße, sieht man glaube ich auch. Also es ist eine Schotterstraße, keine richtige Straße, von daher passt es. Ich denke, hier ist weniger los als am letzten Platz. Mhm. Auf jeden Fall. Ja. Ja, ist schön, ein bisschen windig, aber der Wind sollte eigentlich von da kommen, morgen. Naja, von dort. Oder von dort. Ja, vielleicht auch von dort. Naja, ist okay. Ja, wird schon. Ja, wir machen jetzt erstmal Burger. Ich hab's gesehen. Genascht hast du. Nein. Was sagst du zu deiner Verteidigung? Entschuldigung. Okay, Deal. So, wir wünschen euch schon mal einen guten Appetit. Die Burger werden, oh ja, werden sicherlich sehr gut schmecken. Fast alles vorbereitet. Ein bisschen viele Zwiebeln vielleicht, aber typisch. Normal. Alles gut. Gute Nacht auch schon mal. Gute Nacht. So, ihr seht, Frühstück ist gemacht. Den Kaffee hat Anna auch schon fertig. Fast schon, schon ausgetrunken? Ja, noch nicht. Also, ja. Ah, noch nicht ganz, okay. Auf jeden Fall ist der Platz an sich richtig cool. Ja. Man kommt nur leider nicht ins Wasser rein, habe ich gerade schon gesehen, weil es ist alles sehr, sehr felsig. Und hier kommen dann doch mehr Leute vorbei als gedacht, denn da hinten ist ja der Nationalpark. Ja. Und da ist ein Parkplatz. Und da gehen anscheinend viele wandern. Heute ist ja auch Samstag, und? Deswegen. Reiten.
Und reiten, ja. Ja, oder wandern mit Pferden, ist ja quasi auch ein Wandern. Auf jeden Fall, ja, ist ein bisschen Trubel. Wir sind froh, dass wir nicht ganz hinten stehen. Zum Beispiel hat da jemand auch direkt vor dem Parkplatz ein Zelt aufgebaut. Und ja, da hätten wir uns vielleicht sonst auch hingestellt. Gut, dass wir ein bisschen weiter wegstehen. Das wollte ich damit sagen. Was uns noch eingefallen ist übrigens, wir haben ja jetzt ein bisschen die Woche mit Hunden zu tun gehabt. Ein bisschen ist gut. Plan B-Wagen haben auch einen Hund. Ist schon cool. So ein Hund hat was auf jeden Fall. Hat aber natürlich auch eine Menge Arbeit. Und ja, wir sind mal so ein bisschen im Kopf durchgegangen, ob sich das für uns lohnt oder nicht. Was heißt lohnt? Also es wäre schon cool. Das ist ein schöner Wegbegleiter auf jeden Fall. Im Camper sicherlich auch machbar. Es kommt immer auf die Größe an natürlich. Aber da ist aber dann doch eine ganze Menge Verantwortung hinter. Und wenn wir mal nicht reisen, das ist nicht so viel im Jahr. Aber wenn, dann ist es natürlich immer eine Frage, ja, wie kommt der Hund da klar? Kann man mal ohne Hund losgehen oder sonst was? Ja, und sehr schwierig. Ja, wir sind uns der Verantwortung bewusst, aber fühlen uns nicht gewachsen auf jeden Fall. Deswegen kommt das erstmal nicht in Frage. Irgendwann vielleicht, ich glaube mit Haus oder mit einer Wohnung oder wenn man irgendwo richtig sesshaft ist, dann kann man natürlich nochmal drüber nachdenken, wobei man da auch immer ein bisschen limitiert ist. Hat alles Vor- und Nachteile. Mhm. Wir haben aber ein bisschen mal jetzt probieren dürfen. Die Woche sind ja auch Gassi gegangen durch Palermo und so. War auf jeden Fall mal eine coole Erfahrung. Vor allem auch wegen Sicherheit, das ist vor allem cool. Man lässt den Hund vorne auf dem Sitz sitzen und kann einkaufen gehen, habt ihr auch gesehen. Ist schon stark. Ja, sind doch vor allem auch süß, die meisten. Ne? Ja. Egal, jetzt haben wir genug gequatscht. Video wird jetzt angefangen zu machen. Anna saß heute auch schon ein bisschen dran. Und dann berichten wir nachher nochmal, oder? Ja. Jetzt gibt's erstmal Frühstück, wie gesagt. Plötzlich Völkerwanderung. Die sind auf jeden Fall nicht von da gekommen. Ja. Ich dachte, von da ist der einzige Zugang. Wahrscheinlich nicht so. Offensichtlich. Witzig, wie die alle gucken. Da kommt sogar einer ganz dicht. Pferdchen kommt auch zurück. Das sind ja interessante Farben. Von den Zügeln. Neben Orange. Falls wegrennt. Könnte man es wieder. Wollten wir mit der Drohne auch machen. Schön am Handy. So, liebe Leute, der Tag ist vorangeschritten, das Video allerdings auch. Ich bin noch ein bisschen dran, aber es geht in eine gute Richtung. Und ja, wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Und was wir noch hoffen, dass euch unsere neuen Farben der T-Shirts gefallen. Es gibt jetzt ein dunkles Blau für die Leute, die wie ich zum Beispiel so ein weißes Shirt nicht besonders sauber halten können. Gibt es jetzt eine dunkle Farbe, ist im Camper besonders praktisch. In dem Sinne hoffen wir, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst uns gerne einen Daumen nach oben, da würde uns genauso wie eine Bestellung in unserem Shop freuen und unterstützen. Aber ist absolut kein Muss. Wir sind absolut überglücklich, dass wir immer noch im Camper unterwegs sein können in der 10. Woche. Das sind 2,5 Monate. Ja. Macht Spaß und würde ohne eure Unterstützung nicht gehen. Und deswegen freut es uns umso mehr, wenn euch die Videos auch sehr doll gefallen. So, genug geredet. Wir wünschen euch ein schönes Restwochenende, einen schönen Sonntagabend. Wir sehen uns am nächsten Sonntag, ne, um 18 Uhr. Ja, und dann noch ein kleines Fazit. Wie hat die Woche gefallen insgesamt? Woche war cool. Ja. Viel Tierkontakt. Ja, stimmt. Und ich hoffe, dass die nächste auch gut wird. Ich bin gespannt. Ja, war ein bisschen anders. Verlassen. Genau, war ein bisschen anders diese Woche. Ja. Und nächste Woche wird auch noch ein bisschen anders, weil langsam war es das mit Sizilien. Wir werden jetzt den Rückweg antreten. Ja. Und mal irgendwann dann in ein neues Land übersetzen. Ja. Mal gucken, ob das alles so spontan klappt. Bleibt dran. Die Glocke könnt ihr natürlich aktivieren, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Ansonsten nächsten Sonntag 18 Uhr in den Terminkalender eintragen. So, schönen Abend wünschen wir euch noch. Guten Start in die Woche. Bis zum nächsten Mal.